Hi zusammen, Timo hier. Heute mal wieder aus einem tropischen Badeparadies, genauer gesagt in Belgien, im Aquamundo des Centerparks, Ferienparks Erpa Heide. Zur mittlerweile 9. Folge unseres Formats Wasserwelten. Bei der nächsten Folge feiere ich Jubiläum. Let's go! Ich habe richtig Lust und bin schon total gespannt, was das Badeparadies in Erpa Heide mir heute hier alles so zu bieten hat. Ihr wisst ja schon, wie es läuft. Zu Beginn teste ich hier alles vor Ort für euch, gebe euch dann meine persönliche Top 3 mit und am Ende wartet dann natürlich auch mal wieder eine Challenge. Die letzte im Flowrider, die habe ich ja gemeistert. Von daher, mal sehen. Los geht's. Aber bevor wir starten, erstmal die Top 5 Fakten über das Aquamundo in Erpa Heide. Fakt 1. Die Gesamtfläche des Aquamundo in Erpa Heide liegt bei 3500 Quadratmeter. Das ist groß. Fakt 2. Hier gibt es 3 große Wasserrutschen inklusive der Familienrutsche. Bin schon sehr gespannt. Fakt 3. Die längste ist die sogenannte dunkelgrüne Rutsche direkt hinter mir mit einer Länge von 84 Metern. Fakt 4. Noch dazu gibt es hier eine Wildwasserbahn und einen Wasserspielplatz. Für ganz viel Spaß im Wasser. Fakt 5. Das hier ist das asiatische Fischerdorf. Ganz exklusiv in Erpa Heide und hier im Schnorchelbecken könnt ihr verschiedenste Fische beobachten. So, hier gibt es viel zu entdecken. Ich freue mich schon. Ja, bevor ich aber jetzt alles selbst testen darf, hören wir uns erstmal einmal ganz kurz bei den Gästen um, was denen hier so am besten gefällt. So, how do you like the Aquamundo so far? Yeah, better than expected actually. We're having fun, so yeah, happy. Yeah, it's good. Everything is good. There are not too many people, so you can do everything very good. It's clean. The slides are good. The food is good. Yeah, everything is good. It's absolutely fabulous here. Yeah, like the slides and the water playhouse and here the baby pool. It's really good. It's really great. The swimming pool is terrific. What's your favorite thing about Aquamundo? If I ask her, it's the water slides. Yeah, definitely. What's her favorite slide? The green one, it's faster. That my children has fun. That's my biggest part of Aquamundo. What's your favorite slide? My favorite slide is the white water slide. Yeah. What's the kids' favorite slide? The kids? What is your favorite? The waterbaan. Wild water? Also the white water slide. The wild water, I think. Yeah, it's nice. The wild water swimming river, yeah. Von den Gästen hört man ja nur Positives über das Aquamundo in Erpa Heide. Da muss ich mich aber jetzt erstmal selbst von überzeugen. Werde alles testen und gebe euch danach meine persönliche Top 3 mit. Los geht's! You want to take my hand away from me. Das hat richtig Spaß gemacht und jetzt zu meinen persönlichen Top 3. Also Platz 3 aus meiner Sicht auf jeden Fall das Water Playhouse. Hat hier echt coole Lichteffekte und macht ordentlich was her. Der ungeschlagene Platz 2, natürlich die Familienrutsche. Hier sogar mit einer kleinen Kurve drin, ja, da hört der Spaß nicht auf. Platz 1 die hellgrüne Rutsche. Ist ein bisschen kürzer als die dunkelgrüne, aber dafür gefühlt doppelt so schnell. Das macht echt Spaß. Es ist Zeit für meine Challenge. Die letzte habe ich ja gemeistert. Umso gespannter bin ich, was ich heute hier Gemeines für euch tun darf. Oh, eine Taucherbrille. So weit, so gut. Wie geht's weiter? Aha. So, du hast genau 2 Minuten Zeit, um dir beim Tauchen im Schnorchelbecken die Fische anzuschauen. Danach musst du mindestens 5 verschiedene Fischarten, die im Schnorchelbecken leben, korrekt benennen. Und nein, du darfst nicht an den Infoschildern am Beckenrand spicken. Ey, wer kennt denn, also seid mal ehrlich mit mir, kennt ihr überhaupt 5 verschiedene Fischarten? Oh Jungs, das wird interessant, das wird interessant. So, 5 verschiedene Fischarten. Ich kenne Lachs und Clownfisch. Ja, keine Ahnung. Wenn ich das nicht schaffe, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Strafung. Strafung? Ja. Okay, bin schon gespannt. Schauen wir mal, was wird. Der Countdown läuft. Okay, let's go. Thank you.
Wie ihr seht, hat die Taucherbrille ihre Spuren hinterlassen, ja, aber gebracht hat's nichts. Ich habe keinen Fisch erkannt. Keinen. Oh. Vielleicht einen. Welchen? Ich glaube, ich habe einen Doktorfisch gesehen. Findet Nemo kenne ich. Ja. Aber das war Dory. Dory, genau. Ich habe Dory getroffen. Also ein Fisch. Wenn überhaupt, ja. Ja, dann hast du die Challenge leider nicht bestanden, Timo. Ja, wer hätte das nur gedacht? Challenge verloren. Gut, okay. Was ist, gibt's eine Bestrafung? Ja, in der nächsten Folge. Schreibt's in die Kommentare. Hättet ihr 5 Fischarten erkannt? Und da sind wir auch schon durch. Schade eigentlich, denn das Aquamundo in Erper Heide ist definitiv eins der abwechslungsreichsten Aquamundos, in denen ich bisher war, vom asiatischen Fischerdorf mit dem Schnorchelbecken über das Water Playhouse und den 3 Rutschen. Wie gesagt, die hellgrüne ist da mein Geheimtipp für euch. Kann man wirklich sehr empfehlen. Hier wird es nicht langweilig. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Wasserwelten, unserer 10. Jubiläumsfolge. Ich freue mich schon drauf. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ja, klickt unten auf Abonnieren, auf die Glocke am besten auch. Lasst ein Like da, kommentiert, wie ihr es hier gefunden habt. Abonniert auch die anderen Center Park Social Channels. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Danke euch. Bis dahin, euer Timo.